Hallo zusammen, ich bin Marco und bin 18 Jahre alt. Während 9 Jahren Mobbing in der Schulzeit habe ich mir dreimal das Leben nehmen. Und heute, nach einem langen Kampf gegen Depressionen und Suizidgedanken, kann ich endlich wieder durchschnaufen. Ich bin Tiara, bin 17 und bin seit einem Velounfall im August 2020 Querschnitt gelähmt. Ich bin Cyril, bin 24 und bin 19 als Fußgänger von einem Kleinlastwagen erfasst worden. Ich heiße Laura, ich bin 22 und bei mir hat es 5 Jahre Schmerzen und 15 verschiedene Ärzte gebraucht, bis an beiden Beinen eine seltene Durchblutungsstörung diagnostiziert worden ist. Ich bin Julia, 21 und kämpfe seit 2018 gegen Lähmung an der linken Körperhälfte, zurzeit am linken Fuß. Die Diagnose ist bis jetzt unklar. Small steps every day. Trust me, one day you will be okay. I know it's hard sometimes. Stand up and fight the fight. I feel like I fall apart. Ooh, sometimes life seems so hard. Sick of doing it all over again. But I won't run away, I will swallow the pain. Who's in my heart and my bones too? But I will go through, yes I do. If you think about giving up, remember who you are and get back up. And if life is dark and gray, you have to find your own way. There are ups and downs in life you can't control. Step forward, you will grow. Sick of doing it all over again. But I won't run away, I will swallow the pain. Who's in my heart, my heart and my bones too, my bones too. But I will go through, yes I do. Turn your pain into power. These bad days will make you stronger. Sick of doing it all over again. But I won't run away, I will swallow the pain. Who's in my heart? Okay.